Schon 30 Jahre Kontrolle angegangen, okay. Grüß euch Leute! So, oder? Wenn ihr mein voriges Video gesehen habt, wisst ihr, dass ich einen neuen Reifen drauf habe. Das sind Conti Road Attack 3, glaube ich, oder so. Den werden wir jetzt halt ein bisschen einfahren. Schauen wir mal. Aber nachdem, dass da ziemlich schnell die Traktionskontrolle vorher angegangen ist. Okay, jetzt nicht. Ja, so fährt sich der Reifen echt nicht schlecht. Der ist relativ kurvenwillig, finde ich halt. Ein bisschen leicht sogar kippelig, im Gegensatz zu meinen vorigen Reifen. Und ja, das ist aber gar nicht so schlecht. Wir werden nachher dann schauen, wie das Reifenbild aussieht. Weil dieser Conti hat ja nicht diese Trennschicht drauf, so wie viele andere oder alle Reifen. Ich glaube, das macht dann nur Conti so. Und da musst du halt nicht so aufpassen. Sag jetzt einmal, wenn man draufsetzen und Vollgas geben, ist eher nicht so. Oi, oi, oi. Angst. Schaut sich wieder so aus. Und auf alle Fälle, ja, so fährt sich das Ding eigentlich recht agil. Da kann ich jetzt nichts sagen. Und wo ich habe im erst, glaube ich, so 40 Kilometer drauf. Das ist nicht so üppig. Aber so bin ich momentan, also dabei zumindest, bin ich echt zufrieden damit. Da gibt es gar nichts. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil da heroben geht der Wind. Es ist nicht mehr normal. Also mit Fahrrad mitten drin, statt du dabei. Der Leonenfahrer redet auch mit Händen und Füßen. Okay, gut, das wird glaube ich doch eine Schunkelfahrt, solange der vor mir ist. Ja, das ist halt immer blöder, wenn du ein Auto vor dir hast oder so an der Strecke. Das ist halt immer mühsam. Schauen wir mal, wer da vorne kommt, dann ein Stückchen eigentlich gerade. Vielleicht können wir dort überholen. Wieder ist motiviert oder was? Ich glaube, es wird eher Schunkelfahrt. Leider.
Nur vielleicht habe ich eine andere Gelegenheit. Schauen wir mal. Ist der andere Papa. Ist ein anderer vor dir. Okay, alles klar, gib mir aus. Schaut, ob wir da irgendwo stehen bleiben können. Also irgendwo da. Ohne dass wir da irgendwo im Weg stehen. Ah, da fällt ein Pulsat, die Stelle, das geht. Naja, raut sich gar nicht so schlimm auf. Ich meine, okay, die Beschleunigung war jetzt überschaubar. Aber sonst finde ich es gar nicht so schlecht. Nein, ich glaube, der Reifen ist, glaube ich, nicht so schlecht. Na gut, das war es eigentlich schon mit einem kurzen Video und ein bisschen einer Schunkelfahrt. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, für euch, Abo nicht vergessen und ein Däumchen. Danke.